Hallo und herzlich Ja. willkommen bei Abtauchen mit Plötzlich Wissen und mich sieht man gar nicht. Du bist Homer Simpson. Ja, ich bin sehr gelb. Ich bin die gelbe Fläche hier unten. Ich winke, ihr könnt es noch nicht sehen. Man kann das Winken hören, oder? Wenn du schneller winkst, vielleicht im Überschall wäre das dann. Du musst ein bisschen Aber doller winken. hast du überhaupt was an oder bist du nackt gerade? Jetzt, wo ich festgestellt habe, dass die Man weiß Kamera nicht funktioniert, warum sollte ich noch Kleidung tragen? es nicht. Stimmt. Feel free. Ja, genau. Wir bewegen uns heute in warme Gewässer, wenn ich das richtig sehe im Hintergrund. Korrekt. Ihr schon in der linken Ecke oben sehen könnt, haben wir uns nämlich heute überlegt, dass wir mal wieder ein bisschen zocken. André hat nämlich ein Spiel rausgesucht, weil wir haben auch schon richtig lange nicht mehr gezockt. Richtig. Hauptsächlich auch, weil Inga nach dem letzten Spiel, dessen Fast eine Namen ich jetzt leider nicht Psychotherapie mehr begonnen hätte, ja. einfällt. Das Wie hieß das hat denn nochmal? gereicht mit A New Beginning von Dedelic. Ah, genau. Ja. Diesen Namen konnte ich mir nie merken. Ich mir auch nicht. Ich fand es einfach zu dramatisch. Aber das wissen alle, die hier waren. Ja. Aber vielleicht ist ja das neue Spiel was für dich. Ja, also akustisch fühle ich mich auf jeden Fall schon total abgeholt, weil es ist so sphärisch relaxed für einen Sonntagabend und visuell sieht es auch ganz toll Ich, aus. ja, also ist die Musik, ich muss sagen, sie challenge mich auch gerade ein bisschen. Das liegt aber an deiner Das Vorarbeit am gestrigen Abend. auch, aber dass mir nicht die Augen zufallen. Wir haben dieses Spiel alle noch nicht gespielt. Das heißt, wir Richtig. entdecken das jetzt gemeinsam mit euch. Ich weiß nicht, André, hast du das zufällig irgendwie gefunden? Weißt du irgendwas zu dem Spiel? Oder hast du Ja, einfach nur gesehen, ich näher, mach mal nicht blub gut? und wir gucken uns das genauer an. Ja, ich weiß was zu dem Spiel. Also ich habe da unten mal ein Aquarium reingesetzt. Dann sieht man nicht mehr eine gelbe Fläche und man sieht die Damen. Von dem Spiel weiß ich, dass ich das irgendwann mal gesehen habe und es auf meine Steam-Wunschliste gesetzt habe und ich eine E-Mail bekam, dass es jetzt im Angebot ist. Und dann habe ich es gekauft für 2,50. André, der Schnäppchenjäger. Richtig. Genau. Ja, es ist mir untergekommen, weil Ozeanspiele gibt es ja jetzt nicht so viele und wir haben ja schon ein paar abgegrast und das sah mal zur Abwechslung wirklich nach einer netten Geschichte aus. Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig in der Realität, sondern es geht irgendwie um Korallen und um eine sehr leuchtende Fantasiewelt unter Wasser, glaube ich, ist es eher, aber es hat durchaus Inspiration in der richtigen Unterwasserwelt. Aber man sieht schon hier rechts, ne, so Korallen so am Leuchten, eher so im gezeichneten Stil. Das ist ja jetzt nicht zwangsläufig, dass es wahnsinnig die Realität abbildet, aber ja, wir erleben quasi in und um und als Koralle. Ich weiß es nicht genau. Ich bin selber gespannt. Ich habe es, wie gesagt, nicht ausprobiert. Ich habe nur es angemacht und dafür gesorgt, dass die Auflösung richtig ist und dass es in den Rahmen reingeht. Und das war's. Ich habe nicht auf Spielen gedrückt und ich weiß nicht, was uns jetzt erwartet. Die Videos sahen Wie ganz schön aufregend. aus. Wie aufregend. Ja, dann würde ich Ja. sagen, drück noch mal auf Spielen, oder? Ja, Korallen leuchten nicht wie Leuchtreklame. Ja, das ist ja auch. Und Salo Groß, schönen guten Abend. Ja, drücken wir mal auf Spielen. Kapitel oder neues Spiel? Ja, dann machen wir doch mal ein Neues neues Spiel. Spiel. Korall. Okay, WASD. Oh, ich bin Licht, dieses Licht. Quallen, Ich bin das Quallenangesicht. Licht. Oh, das kann ich einsammeln. Das Rote. Gut, besser einsammeln als dran sterben, das weiß Ja, man genau. nicht. Ich dachte, oh, ich bin jetzt zu Zu zweit. zweit. Knapp 30 Vielleicht wirst Sekunden im du Spiel und schon verrückt. schizophren. Jetzt sind wir zu dritt. Drei. Oh. Vier. Die Ist schon Steuerung ist aber ein schwierig. bisschen. Ja. Schwierig. Ja, es ist. Es Du drehst geht. Runden.
Okay. Aber man verliert keine Punkte, wenn man irgendwo gegen. Oh, okay. Jetzt wurdest du da rausgeschleudert, du Barakudas. Ah. Gut, bravo. Das wirkt ein bisschen so wie, es gab mal so einen Trolls-Film, den ich mir mehrfach angeguckt habe, weil ich das Hörspiel umgeschrieben habe. Und da gab es auch so eine Unterwasser-Korallenwelt, die so geleuchtet hat. Das war ja anscheinend ja nur der Weg zum Titelbild. Ah, und jetzt bin ich freischwimmend. Freischwimmend. Die Dimension ist ein bisschen unklar. Ja. Walhai, da ist ganz schön was los. Ja? Ja. Boot. Aber du kannst dich nur 2D bewegen, ne? Ja, ich kann, aber irgendwie ist hier, hier gibt es einen Bereich, wo ich mich plötzlich schnell bewege, ja. Ich kann mich... So, gibt es da irgendetwas in der Natur, was auch so ist wie dieses Leuchteding, wo André gerade hier das, was neu kommt? Irgendein Tier, was auch so aussieht? Korallenmäßig? Mir fällt nichts ein. Also ich habe auch nur die Assoziation mit einer Qualle halt irgendwie, ne? Aber ja, oder könnten das irgendwie sowas sein wie vermehren sich Sperma? Korallen denn? Also so als Sporen? Und hier ist irgendwie was... Oh, hier ist was Schlechtes. Nee. Mit Eiern und Spermien. Hier komme ich nicht durch. Wird eine Larve draus. Und das, was da blinkt, André, kann man das einsammeln da unten, direkt unter dir? Das? Ah, und damit habe ich quasi die Tür aufgemacht hier. Schau mal, da unten sind, leuchten jetzt wieder. Ja, die leuchten wieder. Aber, oh. Hast du jetzt was gekriegt? Nee, du musst auch. Okay, man kriegt also immer so Ableger, wenn man an diesen roten Vulkan-Korallenartigen Dinger vorbei. Genau, ja. Und das hier ist jetzt Licht. An und hat mir quasi da diese Barriere hier geöffnet. Da ist Manta. Aber weiterhin. Oh, Dynamitfischerei. Zerstört sensible Korallenkolonien. Die Explosion tötet Korallengewebe und der aufgewirbelte Schutt verhindert die Erholung umliegender Korallenkolonien. Ah, das war, hier hat es eben einmal das ganz stimmt. gewaltig gerumst. Das stimmt. Und zerstört natürlich auch die Fische. Echt, hat es gerumst? Ja, ein bisschen. Aber ja, das war vielleicht auch, als er dieses blumenartiges Ding berührt hat, parallel dazu. Und Yugi 85 hat gegoogelt, ob es der gleiche Entwickler ist wie Abzu, weil da so eine gewisse Ähnlichkeit besteht, ist es aber nicht. Ja. Und Spaceball bemerkt komplett richtig, das ist komisch, dass es keine Anleitung oder zumindest eine Erklärung gibt. Aber das ist anscheinend ein Spiel, was schön aussieht und wo ein bisschen Bildungsinhalte untergeschoben werden. Ja, aber hier, wir haben jetzt wieder rausgefunden, diese roten Dinger können wir einsammeln, damit wir mehr werden. Und dann kann man diese Blumen aktivieren und dann kann man etwas abschalten. Hier sind wir irgendwie in einem Kelbwald. Hier unten ist wieder so eine Barriere, wo wir nicht durchkommen. Und hier oben ist so eine Blume, wo wir dann wahrscheinlich... Aber zu zweit ist sie noch nicht aktivierbar anscheinend. Genau. Aber drei. Ja, es ist jetzt wahrscheinlich... wir werden wahrscheinlich immer mehr Puzzle lösen. Das ist jetzt auch so in meinem... Das ist wieder gesprengt hier. Oh. Aber das haben wir selber versprengt. Das ist also kein Dynamit. Farben. Ja. Und neue Fische. Ja, was sind das denn für Fische? Ich weiß, die schaut eher nach Süßwasser aus, die großen dann. Zackenbarsch. Aber es ist jetzt gemischt, weil wir sind jetzt in einem Kelbwald, der neben Korallenriff ist. Und das funktioniert zusammen nicht, weil Kelbwälder sind im kalten Wasser und Korallen sind im warmen Wasser. Na. So viel aber zum so edukativen. Ja. Also Kelp ist tatsächlich sehr, sehr empfindlich auf warmes Wasser. Und deswegen, die sterben auch sehr schnell ab, wenn es so Hitzewellen im Meer gibt.
Okay, hier sind wir irgendwie an der Küste. Die sieht ein bisschen abgestorben aus, die Küste. Ja. Ja, ich glaube, wir machen sie sicher gleich wieder schön, oder? Ja, das denke ich auch. Irgendwie ist ja, also diese Farbexplosionen sind immer, da geht's runter. Eine Blume. Sind wir zu dritt stark genug? Ja. Oh. Also es sieht schon sehr geil aus, wenn man diese Aktivierung an den Blumen macht. Also das muss man wirklich sagen. Oh. Es dauert ungefähr 100 bis 106 Jahre, bis sich ein Korallenriffsystem von den Nachwirkungen von Dynamitfischerei erholt hat. 100 bis 106 Jahre klingt so ein wenig overspecific. Sehr genau. Aber, ja. Ja. Da hat jemand den Fehlerbalken mitgenommen. Ja, das stimmt. Vor allem ist es auch lustig, das mit ungefähr... Ja. Kombinieren. Ungefähr 100 bis 106. Oh, da haben wir eine Schildkröte. Ja. Hier haben wir direkt... Okay, hier sind wir jetzt irgendwie drunter durchgetaucht. Und jetzt haben wir hier... Da hinten haben wir schon wieder irgendwelche Boote. Und hier haben wir die nächste Pflanze, die wir aktivieren können. Und dann gehen hier... Oh. Was soll das für eine Schildkröte sein? Eine Karettschildkröte? Ich finde Schildkröten bestimmen ist echt nicht so einfach. Also vor allem echte Karettschildkröte und ich glaube, wie heißen die denn auf Deutsch? Green Turtle. So. Sind auf jeden Fall richtig schwer zu bestimmen. Oder auseinanderzuhalten. Hier, da hat es jetzt gerade wieder... Es ist schon wieder alles abgestorben. Ja. Manu. Da hat schon wieder jemand quasi... Das sind diese Boote. Vielleicht haben wir diese Boote einfach... Wir haben jetzt quasi einmal gelernt, wir haben uns diese Ladungen geholt, also diese roten, und mussten dann noch einmal zurück, um die nächste Blume zu aktivieren. Ich denke mal, die Rätsel werden jetzt mit der Zeit immer etwas komplizierter. Bisher müssen wir immer drei Dinger einsammeln und... Hier sieht es jetzt schon wieder so ein bisschen trostloser aus, mein Gott. Ja, weil die gerade gefischt haben. Ja. Und jetzt dauert das leider 100 bis 106 Jahre. Wir sind heute also ein bisschen länger im Stream. Genau, zieht euch warm an, holt euch was zu trinken. Die nächsten bis 100 bis 106 Jahre. Beschäftigen wir uns mit diesem Spiel. Ja. Ich guck mal, ist hier unten irgendwas? Nee, hier unten ist nix. Aha, wir sind eine Strömung. Ich habe es gerade auch mal kurz gegoogelt. Und wir... Plot-Twist, Yogi schreibt, wir spielen die Intelligenz aus der Schwarm und kämpfen jetzt gegen die Menschheit. Wir sind eine Strömung. Aha. Okay. Ja, aber ich finde, das sieht... Ernüchternd. Kann was mit anfangen. Eine Strömung. Interessant. Ui. So, jetzt sind wir... Meerströmung. Hinter... Oh. Popo. Ui. Du hast auch was aktiviert. Ja, ich muss dann... Die aktivieren, dann geht die nächste an wahrscheinlich. Ja. Ui. Dann... Was die Strömung alles kann. Ja, das ist abgefahren schon. Aber was sind die Leuchtdinger? Unterwasservulkan? Ja. Keine Ahnung. Aber es ist so ein bisschen... Die Steuerung ist ein bisschen kontraintuitiv. Deswegen, ich kämpfe noch so ein bisschen damit. Gut, dass ich das nicht machen muss. Dann wären wir länger als 100 bis 106 Jahre dabei. So, und jedes Mal, wenn ich durch so eine Barriere hier fliege, dann verliere ich meine drei Ladungen oder meine Ladungen, die ich eingesammelt habe. Hier nehme ich mal an, muss ich wieder... Okay. Und hier ist nix. Dann... hier ist eine. Okay. Dann holen wir uns mal da. Und da unter ist auch noch einer. Ja.
Ah, aber den kann ich nicht sehen. Den konnte ich nur von hier sehen. Aber du hast es geschafft. Aber ich habe es geschafft. Ja. Ja. Also das ist Healing Energy. Ah. Okay. Wir sind also im Namen des Guten unterwegs und müssen hier die Meere heilen. Finde ich gut. Ja. Dann holen wir uns mal hier wieder 3 und machen hier die nächste Barriere weg. Uns erwarten 15 verschiedene Ökosysteme und 32 Sammelstücke. Sammelstücke? Okay. Leaving home. Complete the first level. Wir haben den ersten Level erledigt. Hervorragend, André. Sehr gut gemacht. Danke, 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 danke. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, eben als ihr das kurz erwähnt habt, also es macht durchaus Spaß. Die Steuerung ist so ein bisschen, aber es geht. Aber sofort habe ich irgendwie den Wunsch oder irgendwie so die Erinnerung an, oh, jetzt würde ich gerne nochmal ab zu anschmeißen. Weißt du? Also es ist jetzt, es macht durchaus, das mache ich natürlich jetzt nicht, aber ach. Ja, ach. Aber es ist oh, okay, hier ist irgendwas Neues. Nächste Blume noch. Wow. Ah. Von Blume zu Blume. Von Blume zu Blume. Ich habe gerade übrigens noch gelernt, Fun Fact über dieses Spiel. Ja. Das wurde auf einem Segelschiff entwickelt. About the sea, on the sea. Made okay. The sea. Ah, und wir müssen jetzt hier zusehen, dass wir an diesen Strömungen vorbeikommen. Okay. Und hier haben wir einen neuen Fakt. Wenn das Wasser zu warm ist, stoßen die Korallen, die in ihrem Gewebe lebenden Algen ab, wodurch die Korallen vollkommen weiß werden. Dieses Phänomen wird Korallenbleiche genannt. Und das ist wohl das, was wir da gerade sehen. Deswegen sind die so schön weiß. Oh ja. Aber auch irgendwie fast schon tot. Wir müssen noch mehr Gefolgschaft sammeln. Ja. Um die nächste Blume aktivieren zu können, wo sind die denn alle? Zurück, da ist eine Dreckwand. Ja. Da ist eine Dreckwand und hier unten ist. Oh. Ui, ja. Was ist das? Oh, gerichteter Strom. Pusht er uns da durch jetzt? Jo. Ja. Okay. Das probieren wir nochmal. Weißer Hai? Nee, ist auch ein Walhai, oder? Ja. Keine Ahnung. Es ist so dreckig da, das Wasser. Ja. Aber ja, das würde ich sagen, das sieht aus. Ja, ja. Das Gepunktete, ne? Ja. Ja, und auch die Form. Der hat und dann Rochen? Die Rückenflosse ist so weit hin. Ah. Ja. Ja. Und hier sind wir wieder in einer. Im Vordergrund, diese Fische irritieren mich ab und zu, aber es sieht auch irgendwie sehr schön aus. Ja. Ich habe jetzt irgendwie den Eindruck, ich höre überhaupt gar nichts von der Musik mehr. Ich höre sie. Du hörst sie? Okay. Hintergrund. Ganz bisschen. Oh ja. Muss ein bisschen lauter machen, dann ging's. Übrigens, diese Fische, die man da sieht, ja. Im Hintergrund, diese langgezogenen, die sehen aus wie Dolphinfische. Jetzt muss ich googeln, wie die auf die da? Deutsch heißen. Die hier? Warte. Ja, die, genau. Und die sind halt echt total groß. Und haben eine geile Farbe. Und die haben wir auf dem Schiff gesehen. Die sind neben dem Schiff hergeschwommen. Mm. Goldmakrele heißen sie auf Deutsch. Oh. Kannst du mal einen Link reinschmeißen? Ja. Und das war cool, also weil die sind echt, also die sind richtig riesig, ne? Also es war so, keine Ahnung, 1,5 Meter oder sowas. Ich habe auch bei Instagram gepostet, gab ein Video.
Das habe ich in der Story, glaube ich, gepostet. Ich muss mal die Stories, die Highlights da rein, also speichern. Das habe ich irgendwie gemacht, das ist voll dumm. Das ist nämlich krass, wie schnell die sind, weil die halt dann einfach am Schiff entlang geschwommen sind und dann weg waren. Das heißt, sie sind halt schneller geschwommen als das Schiff. Und das Schiff war mit 11 Knoten unterwegs. Oh. Was so 20 km/h sind. So, ja, es sind kleine Rätsel. Ich habe jetzt gerade hier so ein Stromerzeugungsding, Sibumsi. Ich brauche, die Blume zeigt mir an, ich brauche 5. Hier, wenn man da drüber schwimmt, zeigt sie da so 5. Ah. Mhm. Die Goldmakrelen haben Überbiss. Ich habe da gerade auf den Link geklickt. Zumindest der nicht geschlechtsreife Fisch auf Wikipedia. Ja. Yeah. Die ist auf Wikipedia, das ist leider Scheißfotos. Also die sind echt schon. Also ja, die schauen abgefahren aus, da gibt es wirklich bessere Fotos als das. Aber ich verstehe mit. Also googelt's einfach mal mit Bildrecht und so. Die werden halt super gern geangelt. Mhm. Auch in Griechenland offensichtlich. Auch auf Wikipedia. Eine Freske von einem Jungfischer mit Goldmakrelen. Die hier sehen auch cool aus. Fresco. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, was das sein soll. Scharlachfische sind das offensichtlich. Gerade mal erfunden. So hast du sie jetzt genannt. Ja, ganz eindeutig Scharlachfische. Vielleicht gibt es sogar welche. Wegen dem Rot, Scharlach. Ja, genau. So, hier brauche ich wieder 5. Es gibt scharlachrote Zwergblaubarsche. Das klingt aber auch echt ausgedacht. Scharlachrote Zwergbuntbarsche. Zwergblaubarsch, ja, ist ein bisschen irgendwie in sich unstimmig, das. Mhm. Aber gut. Dazu gibt es auch Produktinformationen. Dario, in Klammern Minifisch, bei der Interaquaristik-Seite. Die brauchen ausreichend Beckenbepflanzung. Falls ihr euch das gefragt habt. Ja, da wächst ja einiges. Ja, es sind natürlich nicht diese Fische, die man jetzt hier sieht. Also lasst euch da nicht irritieren. Nur eine Assoziationskette. Ja, und da sind wir wieder Kelp, würde ich sagen. Hm. Sieht anders aus, oder? Ja, aber. Man weiß nicht, auf jeden Fall. Kelp-inspiriert, nennen wir es. Kelp-inspiriert. Diese großen im Vordergrund da, die sehen ein bisschen aus wie früher gab es so Muscheln. Wenn man an der Ostsee im Spielzeugparadies auf Fehmarn war, dann konnte man sich so Muscheln kaufen. Die hatten ein buntes Band um sich rum. Das waren einfach so, keine Ahnung, was für Muscheln. Da war auf jeden Fall so eine grüne, eingetrocknete Wasserpflanze drin. Man hat das in ein Glas geschmissen mit Wasser und dann hat diese getrocknete Wasserpflanze das Wasser aufgesaugt und hat die Muschel gesprengt und wirbelte dann so nach oben. Und so sehen die aus. Ich erinnere mich. Ich guck mal, ob ich das finde. Muschel mit Algen. Das hab ich total vergessen, Inga. Ja. Mhm. Kenne ich ja, tatsächlich die, nicht. Ja, das sind die Retro-Wundermuscheln. Retro-Wundermuscheln. Es ist ein Lernspielzeug bei Otto. Ja. Ein Lernspielzeug bei Otto. Ja. EduPlay, Wundermuschel. Aha. Mhm. Für 3,99. Ja. Ja, das ist eine echt Meereskoralle, Meeresmuschel. Warte, die von Otto schmeiße ich euch schön, ne? Viel Spaß beim Shoppen. Aber es gibt auch noch andere. So, die hier, die hat jetzt keine Banderole drum. Ich habe hier aber eben auch welche mit Banderole gesehen. Moment mal. Auf eBay. Die sind aber teurer. Auf eBay ist das teurer, sage ich euch. Hm. Die werden erst in der Menge günstiger. Aber hier, das ist das. So sahen die aus, die ich kannte früher. Ihr könnt euch ja zusammentun, wenn ihr kochen wollt. Ja.
Aber war das dann auch, hat die Pflanze dann noch gelebt oder ist das? Ja, groß? Die konnte, ja, die ist einfach, also keine Ahnung, ob die gelebt hat. Als Kind habe ich da nicht drauf geachtet, aber die sah dann einfach, die sah dann fit aus, ja. Hier steht die Koralle, es ist sehr schön. Auf eBay, auf der Beschreibung steht Wundermuschel, eine etwas andere Dekoration, die mit Sicherheit alle Blicke auf sich ziehen wird. Die Muschel einfach in ein hohes Einmachglas, Vase oder Aquarium mit Wasser legen. Nach einiger Zeit öffnet sich die Muschel und eine echte Meereskoralle von ca. 10 bis 15 Zentimetern wächst heraus. Dies ist für Süß- sowie Salzwasser geeignet. Die Koralle ist monatelang haltbar, selbst wenn sie einmal trockengelegt wird. Regelmäßig, bla bla bla. Die Farbe der Koralle entspricht der Farbe der Banderole. Also meines Erachtens nach ist es einfach eine Pflanze. Und warum da jetzt irgendwo eine Farbe mit dabei ist, weiß ich auch nicht mehr. Aber Okay, aber ja, okay. Ja, wahrscheinlich, ja. Ne, gibt wahrscheinlich verschiedene Farben. Ja, okay, also lebt die nicht mehr. Nein, aber ist monatelang haltbar, sagt der Verkäufer Ameisenkeks auf eBay. Wir haben hier ein neues Sammelobjekt gefunden. Der Golfstrom transportiert bis zu 150 Millionen Kubikmeter Wasser in der Sekunde. Mehr als alle Flüsse der Erde zusammen. Ach ja, der Golfstrom ist aber auch zusammengesetzt aus mehreren, also... Hey, faule Flüsse, ey. Ja, ja, genau. Aber der Golfstrom ist, der ist sehr, sehr komplex. Also da gibt es mehrere Ströme, die den zusammenstellen. Aber in der Summe ist das ja ungefähr... Da gab es noch so eine geile Einheit irgendwie. Eine eigene Einheit über Transportvolumina von Meeresströmungen irgendwie. Habe ich aber schon... Ich habe es irgendwann mal rausgesucht. Was dann irgendwie so abgefahrenen... Mengen entspricht, diese Millionen Kubikmeter oder sowas. Also da gibt es ein eigenes Fachwort für in der Meeresstromforschungsgeschichte. In Badewannen gemessen? Nee, nicht in Badewannen, sondern tatsächlich irgendwie also Kubikmeter pro Sekunde. Und jetzt haben wir hier gerade... Ah! Aber es wäre... Kann hier aber irgendwelche. Hui! Aber es wäre tatsächlich mit. Ich habe die Zahl schon wieder vergessen, wie viel Kubikmeter pro Sekunde da transportiert wird, aber man kann sich da überhaupt nichts drunter vorstellen. Ich finde auch alleine so ein Kubikmeter ist echt ganz schön viel. Und ich finde das auch. Echt eigentlich schwer vorstellbar. Und früher im KDM-Büro hatten die so einen Glaskasten. Das war irgendwie von so einer alten Ausstellung, der quasi einen Kubikmeter dargestellt hat. Und ich war jedes Mal, wenn ich den gesehen habe, immer wieder überrascht, wie riesig dieses Ding war. Also größer als ein Aquarium. Deutlich größer. Ich habe das noch nie gesehen. Also deutlich größer als, also ich meine, nein, es gibt Aquarien in der Größe, aber deutlich größer als so ein Standard-Heimaquarium. Ja, ein Kubikmeter, ne? Ein Meter genau, mal also ein Meter halt mal ein Meter ist riesengroß. Genau. 1000 Liter. Das ist quasi ein Quadratmeterwürfel und ja, das ist echt ein ordentliches Ding. Da sind sie wieder. Ja, und irgendwie sind wir hier jetzt gerade in einer... In einer Hochgeschwindigkeitsgeschichte hier. Im Golfstrom. Ja. Hui. Ulala, abgetaucht. Ja, es ist. Aber jetzt geht's weiter. Ja, und jedes Mal, wenn man über diese. Über. Ui. Man kriegt so einen kleinen Speedboost, wenn man über diese. Über diese Seeanemonen oder so, die sich so zurückziehen, drüber fliegt. Okay. Das erinnert mich daran, dass ich habe gerade so ein Kartenspiel zu Ende geschrieben für Moses Verlag wieder. Und da kommt dann die brütende Seeanemone drin vor, das wohl langsamste Tier der Welt. Was? Es gibt ein Paper aus, ich weiß nicht, 70er, 80er Jahren, wo sie, also das sind so Anemonen, die sich bewegen. Standortmäßig, aber extremst langsam.
Und das haben die mal beobachtet. Und ja, die haben auch so kleine Anemonen an sich dran, die sie betreuen, die Babyanemonen, bis die Babyanemonen groß genug sind, ich glaube im Fußumfang oder so. Schon wieder vergessen, habe ich im November geschrieben. Aber ja, die brütende Seeanemone fällt mir dazu ein. Ja, wir haben wieder etwas über Meeresströmung gefunden. Meeresströmung beeinflussen das regionale Klima, das Meeresleben und den Nährstoffkreislauf. Oh, im Wasser. Im Wasser. Der Transport von Nährstoffen fördert das Gedeihen vieler Arten von Pflanzen und Meerestieren. Naja, nicht der Transport, sondern die Nährstoffe. Aber ja. Wir sagen einfach mal schlecht übersetzt. Ja. Oh, die Reisegruppe hat sich aufgelöst. Oh. Das einmal ist so leuchtturmartig. Ja, und dann kann man sich hier so eine Strömung holen, dann kann man durch die Verschmutzungsbarriere durchbrechen. Beeindruckend. Jetzt sind wir in einem Tropfstein. Ja. Ja, Stalaktiten würde ich mal sagen. Auch Stalagniten. Und? Ja. Wie kann man sich das noch gut merken? Das habe ich schon als Kind gelernt. Ich auch. Von meinem Papa. Ja. Ja, wie war's? Titan, ne? Ja. Ja. Hängen runter. Hängen runter, genau. Komm von oben. Hui. Ganz einfach. Mhm. Okay, hier komme ich nicht durch. Da ist aber etwas, was uns Informationen gibt. Ja, aber erst wenn wir da durchkommen und das müssen wir herausfinden, wie wir das machen können. Bäm, bäm. Okay. Ja, also. Ja? Ja, nein, ich wollte euch erzählen mit dem Kiss, weil du es vorhin ja auch angesprochen hast. Ich habe eine neue Art der Guerilla-Wissenschaftskommunikation gestartet. Aha. Okay. Spontan. Heute? Gestern? Nee, nicht heute. Nee, mach schon seit ein paar Wochen. Hm. Ich arbeite ja auch einmal die Woche hier im Gym am Tresen. Und wenn da Kraftsporttraining ist, weil mein Tresen ist direkt daneben, mache ich jetzt immer bei einer Einheit, gibt es immer das Pump-Quiz. Mhm. Das Pump. Also, Pump, also nicht Pub, sondern Pump Quiz. Also für jede Woche ein, ein Quiz, das sie während Krafttraining beantworten können. In ihren Setpausen. Okay. Und was kriegen die dann? Ein Eiweißshake? Nix. Oder einfach nix. Nix. Gelernt haben sie was. Ja, okay. Ja, für ihre Muskeln und für ihr Hirn. Ich habe es geschafft, durch die Barriere zu brechen. Auf Jules Verne bin ich nach wie vor nicht gut zu sprechen. Hier steht, Jules Verne wurde von Mallorcas Höhlen inspiriert, den Roman Reise zum Mittelpunkt der Erde zu schreiben. Warum bist Jules du von Verne, Jules Verne nicht? Ja, ich bin... Jules Verne hat Dugongs gedisst. Ach ja, richtig. Ja, deswegen. Ich erinnere mich, das hast du schon mal erzählt. Ja, das steht auch im Artikel auf unserer Seite. Ja. Falls da jemand nochmal nachlesen will. Er hat gesagt, die sind lecker. Er hat gesagt, dass sie gefährlich sind und den Schiffshund gefressen haben. Infame Lüge, den Schiffshund. Wer nimmt einen Hund mit auf ein Schiff? Ich weiß auch nicht, der kackt einem ja alles voll. Ja. Und den muss man mit Fleisch versorgen und sowas. Totaler Dämlich. Hunde Keine brauchen Ahnung. Nicht zwangsläufig Fleisch zum Überleben, aber... Damals bestimmt schon. Ach so, ja. Oh, wir haben was Neues, wenn ich... Ah, jetzt kann ich hier schneller schwimmen und durch Im Dunkeln. Die... Ja. Boom, bam, crash, boing. Wow. Ein Oktopod. Nee, ich glaube, es ist eher so ein... Nicht? Ist einfach nur ein Hintergrund. Kettlefisch. Nee, ist kein Oktopus. Okay. Ist ein zehnarmiger Tintenfisch. Na denn.
Ja, und auf jeden Fall, genau. Und die Quizze sind halt meistens biologisch. Ist ja logisch. Oft ist ja logisch, ja. Nicht immer. Und oft natürlich auch sehr meeresbiologisch. Genau. Und ich kann auch, wenn das Spiel, das kann man auch sehr gut während dem Spiel machen, wenn man es während dem Pumpen machen kann. Also ich kann das gerne tun. Ja. Letzte Woche die Quizfragen. Ja, hau raus. Ja. Das bin total gespannt. Interessierte Publikum. Das ist genau. Zum Mitmachen für alle. Ich sag nix. Erstmal. Ich kann auch einen Poll aufmachen. Oder? Nee, du sollst ja jetzt schön spielen. Ja, ist Poll? Ja gut. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Umfrage hier aufmachen kann. Nee, ich glaube. Aber was willst du denn? Also dann, das können doch A, B oder C reinschreiben. Ja. Oder? Ja. Das geht. Ich meine, die Fragen sind auch in der Regel, ich fange das gleich mal an, aber in der Regel nicht so schwer, weil wenn Leute Sport machen, dann funktioniert das Gehirn immer nicht mehr so gut. Also muss man immer. Darf man darauf hast du Acht gegeben. Okay. Ja, habe ich gelernt, dass das darf alles, also es muss so kurz und so sein. Naja. Auf jeden Fall hatten wir das Thema gefährliche Wissenschaft. Und es geht um Wissenschaftler, die im Feld ums Leben gekommen sind. Oder irgendwie ihrer Wissenschaft. Und wir starten mal mit einer leichten Frage. Aha. Steve Irwin, oder besser bekannt als der Crocodile Hunter, wurde 2006 A. von einem Krokodil erdrückt, B. von einem Stachelrochen ins Herz gestochen oder C. von einem vom Baum fallenden Koala erschlagen. A, B oder C. Alles gute Antworten. Schön, also gedanklich sehr interessant, was du dir noch so ausgedacht hast. Neben der richtigen Antwort. Ja, mein Welt schon. Hat B genommen, aber findet C geiler. Ja. Da bin ich das total stimmt. Bei dir. Ja. Naja, wobei, also ich meine... Job Bears. Also, ich meine, ich sehe schon, ihr wisst das alle, das ist B. Er wurde wirklich von einem Stachelrochen ins Herz gestochen. Wie wahrscheinlich ist das? Ja. Wenig, aber irgendwie eine Woche danach wurde auch der Typ ist auch gestorben, der auf dem Boot war und ein Stachelrochen, also das Boot ist gefahren, ein Stachelrochen ist da gerade aus dem Wasser gesprungen und hat dann den Typ quasi im Flug mit dem Stachel ins Herz getroffen. Und der ist auch gestorben. Es waren die Stachelrochenwochen. Ja, das ist so Final Destination Style oder einfach so, Gott wollte, dass du jetzt sofort stirbst. Und das ist irgendwie der einzige Weg, der ihm gerade eingefallen ist, wie es erledigen die kann. Evolution. Wie machen wir das am besten? Stachelrochen ging doch letzte Woche auch ganz gut. Ja, aber auf jeden Fall ist so, Forschen ist nicht ungefährlich. Hier, was haben wir hier? Der Sohn von Steve Irwin, dem folge ich auf Instagram, der fährt jetzt immer mit dem Motorrad durch den Zoo, auf dem er schon als Kind mit seinem Vater gefahren ist. Oh, aber der lebt noch. Der Sohn, ja, der ist nicht so alt, der ist Anfang 20 oder so. Ja, die anderen sind noch nicht, wahrscheinlich sind die nicht mehr ins Meer gegangen. Keine Ahnung. So, nächste Frage. Kirstie Brown kam 2003 in der Antarktis ums Leben, weil sie von einem Seeleopard angegriffen wurde, von einem Eisbär gefressen wurde oder von einem Orca ins kalte Wasser geschubst wurde. Oh! Schubsen ist richtig gemein. Baseball glaubt an den fiesen Orca. Das war dann auch für Orca in Ausbildung, der sich danach Richtung Portugal aufgemacht hat, um Segelboote zu schubsen. Bidwell sagt B. Von Yogi einem Eisbären gefressen in der Antarktis. Der wichtige Hinweis. Schön, dass du jetzt nochmal drauf hinweist. Gut, dass ich noch nichts gesagt habe.
In der also, Antarktis. Darauf sind die Pupper nicht reingefallen. Ja, wenn man nur halt zuhört, das hätte mir auch passieren können. Und was sagt Inga und André? Boah, also ich find, die Seehund-Geschichte. Ja, die Seehund-Geschichte. Seeleopard. Klingt für mich wahrscheinlicher irgendwie. Ich komme hier nicht durch. Ja, also es war tatsächlich der Seeleopard. Die war schnorcheln im Wasser und hat da irgendwie, ich glaube, die Community da unterm Eis irgendwie Küste gecheckt und wurde da leider Gottes angegriffen. Und was ich glaube, der einzige, glaube ich, Fall, bekannte Fall ist, dass jemand vom Seeleopardenangriff gestorben ist, glaube ich. Aber ich will mich jetzt hier nicht ganz aus dem Fenster lehnen. Aber auf jeden Fall sind halt Seeleoparden eigentlich relativ selten und man sieht die da auch nicht ständig oder sowas. Mhm. Aber sie haben ein bisschen Sorge, weil auch in der Antarktis jetzt immer mehr Rummel ist, ne? Also weil da auch jetzt viele Touristen auch hinfahren zu Cruises und sowas, dass die Seeleoparden sich mehr an die Menschen gewöhnen und die dann auch als potenzielle Beute wahrnehmen. Die Seeleoparden machen die Orcas. Ihr seid hier nicht willkommen, ihr Säcke. Achso, die Orcas sind Gibraltar, meinst du? Ja, genau. Mhm. Ja, und anscheinend, und was Seeleoparden wohl auch öfter passiert ist, habe ich auch neulich ein Video auf Instagram gesehen, die beißen in die Schlauchboote. Und dann kommt die Luft raus. Schlecht, wenn man nicht gerade so einen Antifrostanzug anhat. Wasserdicht. Ja. Ja, und vor allem willst du auch nicht ins Wasser landen, wo der Seeleopard wartet. Ja, wenn er dich erstmal als Futter erkannt hat, ja. Da oben ist noch so ein Informationsteilchen. Ich glaube, ich habe Schwierigkeiten, da reinzukommen. Nein, das sieht momentan nur so aus. Vorübergehend. Bumm. So, nächste Frage. Mhm. Ja. Wahr oder gelogen? Mhm. Wenn du als Wissenschaftlerin in die Arktis fährst, musst du vorher einen Schießkurs machen, um dich vor Eisbären schützen zu können. Dazu kann ich was beitragen. Ist das Statement wahr oder gelogen? Wahr. Das würde ich auch sagen, weil ich habe nämlich, als ich in Kanada studiert habe, eine Kommilitonin gehabt und die hat in Finnland, relativ im Norden oder in Norwegen, also sehr, sehr weit Richtung Polarkreis, irgendwas geforscht und die haben alle eine Ausbildung machen müssen, an der Uni schon, und hatten Zeiten, zu denen sie nicht rausgehen durften, wegen Eisbärengefahr. Ja, es stimmt tatsächlich, es war. Du musst da so einen Eisbär-Schießkurs machen. Es ist so, der ist wohl, also eine Kollegin von mir hat mal erzählt, der ist wohl gar, also der ist wohl schon auch anspruchsvoll. Also die müssen dann auch so einen Test machen, wo die dann irgendwie sich eine Waffe schnappen müssen, losrennen müssen und dann Ziel schießen und so und wieder weiterrennen auf ein Ziel schießen, also wirklich so Action schießen auch demonstrieren. Wenn du das jetzt aber nicht bestehst, dann darfst du trotzdem noch mitfahren, aber du darfst dann keine Eisbären wollen, oder zumindest jetzt ne, hier am Avi oder so. Du darfst dann keine Eisbärenwatch machen. Ne, also du darfst quasi nicht, also du musst auch immer, wenn du auf dem Eis arbeitest, immer jemand oder vielleicht sogar mehrere Leute, das weiß ich nicht genau. Mhm. Aber auf jeden Fall ist immer jemand auf Eisbärenwatch, der mit Gewehr dasteht. Und ich habe auch gehört, dass Leute, also dass es die Gerüchte gibt, dass Leute auch quasi absichtlich das nicht bestehen, weil sie nicht in der Situation sein wollen, dass sie einen Eisbär schießen müssen. Dass sie nicht die Watch machen wollen. Ja, ja, also nicht, also das geht nicht, die dass Wache sie nicht den Watch machen wollen, aber sie wollen genau so einen Eisbär schießen müssen. Ah, wir haben Schalter. Ja, eine Kommilitonin von mir, die war Physikerin auf der
Bald Welt, Dummheit schafft Freizeit. Schönes Motto. Entschuldigung, André. Ich bin gefreut. Die war die zuständige Physikerin auf der Station in Bergen. Und die hat auch davon erzählt, wie das Überlebenstraining aussah und so. Und sie war für die Wetterstation zuständig und so eine Scherze. Und dann war sie halt quasi, also sie gehörte dann auch mit zur Winterbesatzung. Und da musste sie das machen. In Spitzbergen. Spitzbergen, genau. Mhm. Danke. Mhm. Ja, ne, Bergen gibt es ja auch, aber das ist so eine Stadt im Norden. Ja. So. Aber das ist cool. Ja, alle... Das mit dem Quiz. Was? Mit dem Quiz, ja. Ja. Gehen wir mal weiter. Die berühmte Gorilla-Forscherin Diana Fossey starb 1985 in Ruanda, weil A. sie von einem Berggorilla erschlagen wurde, sie mit einer Machete ermordet wurde oder vom Blitz getroffen wurde. Ich weiß es. Du weißt es? Ja. Ich weiß es nicht und ich hätte gesagt Blitz. Wir lassen mal kurz den Chat. Ja. Ja. Oder besser gesagt, Bite World und Spaceball. Also schön. Yogi 85 ist auch mit am Start. Jawohl. Und? Ja, gelöst, würde ich alle sagen. Gut, alle informiert. Ja. Machete? Echt? Ja. 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 André, kennst du nicht den Film Gorillas im Nebel? Im Nebel. Im Nebel. Ich weiß, dass dieser Film existiert. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, immerhin. Das ist ja, ein krasser auch Film. Traurig. Ja. Also ich erinnere mich, ich weiß noch, diese Szene, also ich habe den auch gesehen, da war ich noch ziemlich jung. Ich weiß nicht, wie alt. Aber ich weiß immer noch, diese Endszene, das hat sich in mein Gehirn reingebrannt. Ich war als Kind mega schockiert. Da sieht man dann, wie sie ermordet wird. Und am Ende sieht man einfach nur so ihren Arm. Rund, also so Nahaufnahmen auf dem Arm, der so vom Bett hängt und dann läuft quasi so das Blut den Arm runter und tropft so vom Finger. Diese Szene ist einfach immer noch in meinem Kopf nach 30 Jahren oder so. Ja. Fand ich sehr krass. Ja, André, die wurde ermordet, man weiß nicht von wem. Also es wurde jemand verurteilt, aber das ziemlich unklar oder es wird nicht dran geglaubt, dass der das wirklich war. Die hat da mit den Berggorillas gearbeitet, jahrelang. Mhm. Genau, hat die da beschützt und sowas und die war halt auch ein Dorn im Auge für sehr, sehr viele Wilderer. Ja. Und genau, aber letztendlich verurteilt wurde irgendwie ein ehemaliger Arbeitskollege von ihr, mit dem sie irgendwie Streit hatte oder sowas, aber man geht davon aus, der quasi dann nur ein bisschen das Bauernopfer war. Mhm. Also man weiß bis heute nicht, wer sie umgebracht hat. Und ja, aber also eine krasse Geschichte, also die ist auch, kann man sich auch angucken, den Film. So. Hier, wer hat die nochmal gespielt? Inga? Das weißt du, den Namen gerade. Nein, das weiß ich nicht. Aber ich kann es nachgucken. Ah, ja. Moment. Ganz berühmte Schauspielerin, aber vielleicht war es der Chat. Nee. Ich bin ganz schlecht mit sowas. Wie heißt sie denn nochmal? Chat! Hilfe! Schaut an euch! So. Der Chat versagt. Sigourney Weaver. Nee. Sigourney Weaver, genau. Nee, Jodie Foster wollte ich auch zuerst sagen. Ja, Sigourney Weaver, genau. Sehr gut. Okay, ja. Dann kommen wir gleich noch zur nächsten Frage. Weil sie gerade du so hast passt. Ja einiges vorbereitet. Das sind immer so 10 Fragen. Super. Ja, das ist halt vom Quiz und ich dachte, wenn es ein schönes Quiz ist, dann kann man das auch ja. benutzen. Absolut. Ja. So, wie viel Ranger wurden zwischen 2009 und 2016 von Wilderern getötet weltweit? Oh Gott. Egal, also weltweit oder was? Ja. Freie Zeit, Zahlenwahl. Ja, genau. Einfach mal schätzen. Von wann bis wann? Von 2009 bis 2016, also innerhalb von 7 Jahren. 100? 107. Ja, so. 107. Bite Welt sagt mehr als 100. Baseball 256.
Yogi 85-200. Und ja, tatsächlich sind es, also recorded, ne? Da gibt es immer noch eine Dunkelziffer. Aber sind es 595, also fast 600. What? Krass, ne? Ja. Das ist ein richtig gefährlicher Job. Krass. Das abgefahren. Und vor allem gerade diese Gorillas beschützen, also gerade da werden richtig viele Rangers umgebracht. Das ist richtig crazy. Da herrscht im Endeffekt ein Krieg. Das ist echt. Warum Gorillas? Achso, Gorillas irgendwas mit Potenzmittel oder was ist bei den Gorillas? Nee, ich glaube, es ist unterschiedlich. Also zum einen, glaube ich, nehmen die auch die Babys und verkaufen die. Die Jungen. Ja, ich glaube, das ist alles da so ein bisschen komplizierter. Ich glaube, du hast da auch so militante Gruppen, die teilweise in diesen Wäldern irgendwie leben oder sich verstecken oder so. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Problem. Und dann ist es, glaube ich, auch einfach, also dann ist es einfach, die Körperteile werden verkauft von den Gorillas. Also als Deko. Als Deko. Als Sammelstücke. Ja. Köpfe als Trophäe. Ja, garantiert wahrscheinlich auch. Oh Mann. Na. Jetzt kann ich doch nicht mehr schlafen. Ich dachte, wir haben so ein ganz liebliches Spiel hier am Wickel. Ja, und dann nebenbei, wie sterben Leute? Aber okay. Wie sterben Leute, ja. Gehen wir hier auf ein bisschen sanftere Todesarten jetzt. Unterhaltsamere Todesarten. Unterhaltsamere Todesarten, yeah. Weiß nicht. Naja, also, der Botanist David Douglas starb 1834 auf Hawaii. Schöner Als er beim Pflanzensammeln in eine Grube fiel, in der Grube war ein Stier, der ihn da zu Tode trampelte. Weil ihn sein Kollege bei einem Streit, bei dem es um die richtige Pflanzenbestimmung ging, erschoss. Oder C. Botaniker sind brutal, ja. Weil er eine Hundebisswunde mit einer Pflanze behandelte, die giftig war. A, B oder C? Das ist sehr schwierig. Ich würde C sagen. Ja, ich würde auch C sagen. Dass er sich selbst falsch behandelt hat? Ja. Ja, weil ich weiß nicht, wie viele Stiere es auf Hawaii gibt. Und dass man gleich erschossen wird wegen sowas, finde ich ein bisschen übertrieben. Ja, schon übertrieben. Aber Yogi sagt B, weil bei den Wilderern ist es ja ähnlich. Wilderer, Botaniker. Und Fun Hunter sagt A, weil es so komisch genau ist, beschrieben ist. Ja. Oh, das ist eine sehr. Das ist. Das gefällt mir, die Argumentation. Ja, die ist gut. Und die Lösung. Meine lieben Leute, verrate ich euch im nächsten Stream. Am Sonntag. Nächste Woche! Das machen wir dann mit der letzten Frage. Es ist tatsächlich A. Also. Der Stier. So es war Grube der Stier. Ja. Wer anderen eine Grube gräbt, wird selbst zum Stier. Ja, also er ist in eine Grube reingefallen, die wohl, also halt quasi zum, keine Ahnung, Rehe jagen oder so gedacht war. Und er ist da reingefallen und davor ist halt eben schon so ein Stier reingefallen. Also, weil die haben auf Hawaii ja auch Kühe und Stiere und so. Ja. Und der Stier hat ihn dann da in der Grube platt gemacht. Also schon. Oh Mann. Ist ein bisschen wie der fliegende Stachelrochen. Also musst du schon einfach ganz schön viel Pech haben, erstmal da reinzufallen und dann ist da ein Akku-Stier drin. Ja. Andererseits beruhigend, dass er nicht vom Kollegen erschossen worden ist und dass er nicht zu blöd war, sich selbst zu behandeln. Ja, der andere Tod ist, ja, ich weiß auch nicht, das mit dem Erschießen ist schneller, wäre schneller gegangen, ne? Ja, ich weiß nicht. Es kommt drauf an, wo er getroffen wird, also das ist, auch wieder wahr.
Aber richtig blöd wäre, wenn man als Botaniker dann die falsche Pflanze auswählt. Ja, aber so overconfident, so, ah, ich wurde gebissen, ich kann diese Pflanze hier nehmen, es ist zwar, ich, und dann vertut man sich. Mhm. Das wäre richtig scheiße. Ich meine, das andere ist auch scheiße. Es läuft ja auf alles auf selbe hinaus bei diesem Quiz. Ja, genau, es ist immer scheiße. Immer scheiße. Der Kollege hat ihn bestimmt geschubst. Bestimmt. Ja, das ist eher so die Botanistenart. So, ah, hier, Juri hat noch eine andere sehr schöne Kausalzusammenhänge erfunden. Der Kollege hat ihn angeschossen, er hat sich dann mit der falschen Pflanze behandelt und war durch die Vergiftung so benommen, dass er in die Grube gefallen ist. So war das. Das ist eine schöne Verkettung. Ja. Was haben wir hier? Ja. Oh. Leuchtreklame unter Korallen. Aha. Hast du noch eine Frage, Jules? Ja. Wollt ihr mehr? Ich habe noch ein paar. Ja. Unbedingt. Selten so viel gelernt über den Tod unter Wissenschaftlern. Der Biologe Noel Kempf Mercado starb 1986. Punkt, Fragezeichen. A. An einem Schlangenbiss einer bis dato unbekannten Art. B. Weil er im Dschungel zufällig auf eine Kokainfabrik stieß und erschossen wurde. Oder C. Weil er an einer giftigen Kröte geleckt hat. Ich sage B. Ich sage C. Also einmal die Kokainfabrik und dann einmal die Kröte. Was sagt der Chat? Waldwelt ist auf meiner Seite. Yogi und Spaceball sind auf Andres. Sind auch beim Kokain. Mhm. Die Kokainfraktion liegt vorn. Und die Schlange ist raus. Ja. Ihr habt recht mit der Kokainfabrik. What? Sind die zufällig in einer versteckten Kokainfabrik im Amazonas irgendwo, Brasilien, gelandet und mussten da ihr Leben lassen. Wieso ist das denn jemals rausgekommen? So Kokainleute wollen ja gar nicht, dass das rauskommt. Und das haben ihn deswegen extra erschossen. Wie konnte das passieren? Das ist ja dann doppelt umgelaufen. Vielleicht haben sie den gesucht dann oder so. Ja, der wird ja wahrscheinlich gesagt haben, wo er seine Forschung macht, was dann so ein bisschen blöd war für die. Ja, also ich denke, er wurde erschossen, damit die Fabrik geheim bleibt, ne? Ja, das hätte ich auch so. Aber es hat halt nicht funktioniert. Oder wenn ich mich richtig erinnere, haben die gedacht, dass das ein Polizeitrupp wäre oder so, als die ankamen. Und sie dann, was ist? Ach so, ja, das kann natürlich auch verteidigt sein. Haben. Ja. Ich glaube, irgend sowas habe ich noch im Kopf, als ich es gelesen habe. Wie hast du diese ganzen Todesfälle recherchiert? Tod durch Forschung? Jetzt wird das Spiel auch thematisch. Guck mal. Wir sind hier in der Todeszone. Ja, so ungefähr. Ja, dieses Kreuz schaut schon die ganze Zeit so ein bisschen aus wie Kreuze. Ja. Ja. Wir sind im österlichen Bereich langsam angekommen hier. Mhm. Stimmt, bald ist Ostern. Mhm. Ja, ich habe einfach im Internet ein bisschen recherchiert. Also das Ding ist, weil wir irgendwie hatten mit einem Kollegen ein Gespräch und der hatte irgendwie die Seeleopardengeschichte erzählt und dann kam ich auf die Idee zu gucken, wie Leute so. Ich lese mal kurz vor, das, was ich hier gefunden habe. Bis in die 1970er Jahre wurden Chemikalien und Müll einschließlich radioaktiver Abfälle absichtlich in die Ozeane gekippt, wobei davon ausgegangen wurde, dass sich alles auf ein sicheres Niveau auflösen würde. Geil. Ja, sehr großes Meer. Ja, genau. Was soll... What could possibly go wrong? Ja, waren das alle Todesfälle? Hast du noch mehr? Nö. Ich hab noch mehr Fragen. Erzähl uns aber erstmal, mich würde total interessieren, wie das aussieht. Also du bist da in einem Gym und du stellst sie da vorne hin, während die Leute Krafttraining machen und es ist jetzt lustige Meeresfragen mit Julia oder morbides Wissenschaftlerraten oder wie läuft das?
Ja, so ungefähr. Also ich stelle mich nicht vorne, wir müssen immer noch ein bisschen gucken. Also ich stelle mich meistens einfach mit auf die Matte und gehe zu den Leuten und stelle die Fragen. Und dann gehe ich zu den anderen Leuten, weil die oft so aufgeteilt sind, weißt du, die sind nicht immer, die sind an verschiedenen Stationen, weißt du? Die sind nicht so in einer Gruppe, aber ich kann auch nicht. Okay. Du kannst auch quasi nicht, ich müsste mega rumbrüllen, damit es alle hören, weil anderes Training nebenbei läuft und es ist halt auch laut. Ja. Und ja. Deswegen bin ich da meistens, gehe ich so ein bisschen von Grüppchen zu Grüppchen. Oder vor allem auch die Leute, die Bock haben. Was, es gibt auch ein paar Leute, die haben halt gar keinen Bock drauf. Was ja auch voll in Ordnung ist, wenn sie auch nicht mitmachen. Mhm. Genau. Aber wir haben uns auch überlegt, ob wir das ein bisschen, quasi der Trainer, ob wir das quasi mehr machen, dass die gemeinsam irgendwie Sets wechseln und dann machen wir zwischendrin irgendwie eine Frage oder sowas. Müssen wir mal gucken, wie man das noch besser organisieren kann. Das war eigentlich so, ich habe das angefangen vor 6 Wochen so, war das eigentlich mal so ein Joke, spontanes Joke-Ding und dann habe ich ein Quiz über den Trainer gemacht und so, was sehr lustig war. Und genau, und so kam das dann auf. Und dann kamen immer mehr Leute, die nächste Woche wieder ein Quiz und so und oder ja, die cool. Dann extra zu der Einheit gekommen sind, weil sie das Quiz machen wollten und sowas. Und oh, das ist cool. Fangen wir das jetzt langsam an zu etablieren. Ja, ist auch ein bisschen auch wieder eine neue Art der Wissenschaft an ungewöhnlichen Orten, ne? Ja, das ist gut. Auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Ja. So, wo habe ich denn jetzt aber hier ja, noch... Aber ich finde es auch gar nicht so einfach, immer Themen rauszusuchen. Also was habe ich gemacht? KI oder nicht KI? Und dann hatten sie immer Fotos von Meereslebewesen und mussten sagen, ob es ein echtes ist oder ein KI-generiertes. Ah, aha. Bin ich dann immer einfach mit dem iPad rumgelaufen, weißt du, und habe Bilder gezeigt. Dann das Quiz davor. Ah, das war immer so, da hatte ich quasi dann so Tiere rausgesucht und dann immer einen von den Trainern und dann mussten sie sagen, ob, also dann war immer die Frage irgendwie, wer ist schwerer oder so. Und dann irgendwie der Gorilla und der Trainer von uns. Oder wer ist größer oder wer ist so, das war auch witzig. Aber ein bisschen spezifischer Gorilla aus einem Zoo, wo du genau weißt, wie schwer der ist oder allgemein? Nein, also was hat die allgemein, was hat das Maximum? Ja. Das Maximumgewicht oder sowas ist. Und dann, was hatten wir noch? Ich glaube, das ist gut. Ah, hab schon wieder vergessen. Fällt mir gerade nicht mehr ein. Diese Woche gibt's Pinguine, weil einer hat sich Pinguine gewünscht. Cool. Pinguine. Ja, nee, aber ich mache. Der findet Pinguine geil, also habe ich Fragen rausgesucht, wo Pinguine nicht so gut dastehen. Oh. Ja. Um ihm die Freude an den Pinguinen zu nehmen? Ja, ein bisschen. Oh. Oh, die böse Seite der UAS. Ein Spaß. Ah, genau, dann hatten wir noch einen Quiz, Kampfsport im Martial Arten. Das ist genau der Wortwitz, den du magst, Inga. Kampfsport im Tierreich. Ja. 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 Ich hoffe, du hast die Sandblubberkrabben dabei genommen, die ja sehr aggressiv miteinander umgehen. Das stimmt. Nee, die kannte ich damals noch nicht. Ah. Die Knödelkrabben. Ja. Nee. Aber genau, da waren dann auch so, wer hat den schnellsten Schlag und so ein Zeug. Ah, das ist der Pistolenkrebs. Nee, ist es nicht mehr, es ist eine Ameise. Die hat den abgelöst. Abgedatet. Mhm. Tja. Wie, eine Ameise ist besser als der Krebs? Hat einen besseren Punch. Aber wer weiß, ich bin gerade, ich verrate nicht zu viel, vielleicht. Ja, lass uns das dann doch demnächst nochmal quizzen. Finde ich sehr, sehr gut. Wollt ihr noch die letzten Fragen? Ja, auf jeden unbedingt. Fall. Ich kann auch empfehlen, nochmal. Das Thema Jules, weil es mir jetzt gerade einfällt. Ich mache nächste Woche wieder Schreibworkshop mit Kindern und da geht es unter anderem auch um ausgestorbene Arten. Da gibt es sehr, sehr geile. Also so lustige. Hatte ich ein paar auch quasi für das KI-Spiel, KI oder nicht KI. Ja. Hatte ich auch ein paar lustige ausgestorbene Arten. Ja. Cool. Wahr oder gelogen? Wenn ein wichtiger Wissenschaftler stirbt, dann wird danach in seinem Wissenschaftsfeld
mehr veröffentlicht als vorher. Wahr oder gelogen? Boah. Keine Ahnung. Du musst doch nur sagen, wahr oder gelogen. Ich sag nein. Obwohl, man kann ihn dann öffentlicher, man kann ihn dann häufiger verwenden, weil niemand ihn nachvollziehen kann, ob er Quatsch gemacht hat oder nicht. Nee, in seinem Feld wird mehr veröffentlicht als vorher. Ach so, das ganze Feld. Okay. Ja, ja, eben, deswegen. ach so, sein Feld wird. Hm. Ich würde sagen, wahr? Dann sage ich falsch. Einfach falsch. Es ist tatsächlich wahr. Also die haben da eine Studie zugemacht, dass in den Jahren nach quasi so einer Koryphäe, die stirbt, tatsächlich in dem Feld mehr veröffentlicht wird. Und zwar von unbekannten Leuten, also die in diesem Feld noch nicht wirklich was gemacht haben. Aha. Und da geht man so ein bisschen davon aus, dass quasi diese Koryphäen halt mit der Zeit, wenn die dann länger etabliert sind, dass die halt so ein bisschen neue Ideen unterdrücken und so, ne? Wie das halt immer so. Ach so, ja, ja. Und ja. Genau, wenn sie dann weg sind. Ja. Genau, dass dann quasi so ein bisschen Platz kommt für die anderen, die da unten weggehalten wurden. Mhm. Aber ich glaube dann aber später letztendlich ist es quasi nicht so gut fürs Feld. Ja. Also da hat man, glaube ich, einmal so einen Boop und dann geht es aber runter. Dann gehen die Komplikationen wieder runter. Mhm. Wir haben. Es gibt etwa 500 Todeszonen im Ozean, die durch Verschmutzung verursacht wurden. In diesen Zonen ist es Meerestieren und Pflanzen unmöglich zu überleben. Diese Zonen nehmen eine Fläche von ungefähr der Größe von Großbritannien ein. Oh Mann, das ist groß. Hm. Aber alle zusammen, ne? Ja. Ja. Alle. Die Ostsee ist voll davon. Ja. Weil das Wasser so schlecht austauschbar ist. Ja. Skagerrak, Nordelöhr, Skagerrak. Und Kattegat. Das sind so schöne Worte. Skagerrak und Kattegat. So. Hast du noch einen? Zwei Fragen habe ich noch. Oh. Der Biologe Gregory Felician oder so. Starb 1992 beim Beobachten von Berglöwen an A. Höhenkrankheit, B. eine Lawine hat ihn erwischt oder C. einen Schuss, der sich von selbst löste. Ein Schuss, der sich von selbst löste. Das wäre am richtig gemeinsten. Den Schuss nicht gehört. Den hat man dann nicht mehr gehört. Brightwell sagt auch C. Spaceball sagt A. Ich sag Lawine. Ja, ich sag auch Lawine. Yogi sagt C. Weil was ist denn die Höhenkrankheit? Was ist denn die Höhenkrankheit? Weiß nicht, na, die, die du im Himalaya bekommst auch. Wo zu wenig Sauerstoff in der Luft ist und dann du anfängst zu halluzinieren und dich nicht mehr bewegst. Richtig. So. Und nicht mehr atmen kannst und. Kennst du keine Höhenkrankheit? André ist weit entfernt von der Höhenkrankheit, ja. Im Umfeld von Berlin. Da ist richtig. Das nicht so. Nee, ich dachte, also Sauerstoffmangel nicht. Quasi. Ja, aber ja. Sauerstoffmangel aufgrund von Höhe und dünner Luft und. Ja, okay. Ja. Was? Oh, es wird geschätzt, dass im Jahr 2050 mehr Plastik im Meer geben wird als Fische nach Gewicht. Hm. Ja, das ist immer dieser Satz, der immer wieder wiederholt wird. Geht er dir schon auf den Sack? Aus so einer Studie. Der geht schon seit sieben Jahren auf den Sack. Ja. Der wird immer wieder zitiert und der basiert, das hat irgend so eine Stiftung irgendwo mal geschrieben, alle zitieren das, aber es ist überhaupt gibt gar keine Grundlage. Immer das Beste. Die Auflösung ja, war, ja. Ist eine Lawine.
Ha! Der wieder ihn erwischt, den armen Mann. Ja, shit. Na. Ich glaube, der war auch noch ein junger Student. Oh Gott. Das ist ja Oberscheiß. Ich glaube, viele von denen waren jung. Der Ornithologe, der ist halt einfach bei vielen einfach dumm gelaufen. Eigentlich bei allen, um genau zu sein, bei diesem Quiz. Ja, das, vielleicht wäre das auch der bessere Titel gewesen, einfach dumm gelaufen. Ja. Oder Dead End. Letzte Frage. Ja. Ausgestorben. Der Ornithologe John Cassin starb 1896. A. An der Vogelgrippe. B. An Arsenvergiftung. Damit hat er nämlich Vögelhäute präpariert. Oder C. Weil er von einer Vogelaussichtsplattform stürzte. Ich bin für B. B. Destination wäre auch ein sehr schöner Titel für das Quiz. Ja, das wäre ein guter Titel gewesen. Weit sagst du eigentlich nur noch C? Einfach aus Prinzip? Ja, statistisch gesehen, wenn man das dann durchzieht, ist es vielleicht gut. Ja, ich schreibe, denke C, auch wenn B lustig wäre. Ja. Weit, ja? Nee, irgendwann hat er mal B geschrieben. Nur gesagt, Arsen war in der Zeit groß. Wird auch immer noch groß geschrieben. Ja, ganz schlecht. So. Und löse ich das jetzt heute auf oder erst nächste Woche beim nächsten Stream? Ja, ich würde es beim nächsten Stream machen, damit man mal so einen Cliffhanger hat. Dann arbeiten wir mit den typischen medialen Gesetzmäßigkeiten, wie man Zuschauer gewinnt und hält. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wäre so pissed, ich würde beim nächsten Stream nicht mehr einschalten. Ja, man kann es jetzt auch googeln, ne? Ja, man kann es auch einfach googeln. Warte, ich hab, glaube ich, ja, ich, da habe ich doch was hier. Das hast du. Ja. Danke. Jetzt Stefan Raab, der hat auch immer so hier. Ja, ich hab nicht so viel. Ich hab noch. Oh, André! Krieg ich eine Gänsehaut vor komischen Geräuschen. Amerikanische Late-Night-Show. Oder Alf. Wollt ihr die Auflösung oder nicht? Ja, ich will die Auflösung. Ja, ich kann noch nicht schlafen. Ja, es war tatsächlich. Yogi hat vollkommen recht, das war tatsächlich Arsen. Also der hat immer die Vögel heute und so präpariert mit Arsen und dann irgendwann hat ihm das auf Dauer gekillt. Ja, die Menge macht's, ne? Das ist ein gefährlicher Job. Kannst du erklären, warum Vögel heute mit Arsen präpariert werden? Heute wird das nicht mehr gemacht. Ja, okay. Nee, kann ich leider nicht. Weiß ich nicht, ob das... Oder ob die damit irgendwie die Federn, weißt du, dass die irgendwie, dass da keine Parasiten befallen oder sowas werden? Aha. Also das könnte ich mir vielleicht so ein bisschen vorstellen. Aber hier sicherer Umgang mit arsenhaltigen Tierpräparaten. Das habe ich auch gerade. Chemsweets. Und krebserzeugendes Arsen in Tierpräparaten. Mit Arsen belastete Tierpräparate an Schulen. Die Schweizer haben sich da mehr drum beschäftigt. Gift bis in die Federspitzen, schreibt das Tagblatt. Die Schulbehörde hat eingegriffen 2017 in der Stadt Winterthur. Das ist natürlich auch fies, wenn die Präparate dann alle so Arsen belastet sind. Es wurde damals Arsenseife verwendet, um Schadinsekten von den Fellen und Gefiedern der präparierten Tiere fernzuhalten. Ha, schau mal, habe ich hier richtig geraten. Yeah. Oh, das hier ist echt schwierig. Geil. Hä? Ich bin hier bei Wikipedia. Ich bin auch gerade bei Wikipedia und ich fand den Satz lustig. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Tierkörper in der Präparation nicht mehr ausgestopft wie Kopfkissen, sondern entsprechend ihrer Anatomie. Was?
So, ich habe ja was gefunden. Korallen sind keine Pflanzen, sie sind tatsächlich Tiere und sie sind mit Quallen und Anemonen verwandt. Ja. Das wissen wir natürlich alle. Ja, ich sag nur. Brütende Anemone. Anemone. Eines der langsamsten Tiere der Welt. Krass, also Arsenseife sorgt dann dafür, dass du keine Parasiten hast. Aber auch, dass du stirbst, ja, wenn du es an dir selber anwendest. Ja, nicht nur die, nicht nur die. Komplett frei von allem. Auch vom Leben. Ja, das, es gibt Gründe, warum man so, warum es so wundervolle Regeln gibt wie ne, im Labor nicht essen und so. Da kommt das her. Ja. Meeresschwämme können täglich das 100.000-fache ihrer eigenen Größe an Wasser filtern. Das bedeutet, dass ein basketballgroßer Schwamm ein komplettes olympisches Schwimmbecken an einem Tag filtern könnte. Schaut, das ist doch jetzt mal ein schöner Vergleich. Da hat man eine Vorstellung. Ja, ja, das stimmt. Ich möchte darauf hinweisen, dass Muscheln auch sehr viel filtern. Das stimmt. Ich kann hier sehr tief tauchen. Toll. Ja. Aber keine Meterangaben. Nee. Und schon wieder ein Walhai. Der Resident Walhai. Ja. Der folgt der Strömung. Oh, und ein dicker Wal dahin. Bedrohliche Geräuschkulisse. Ja, hab's nicht geschafft. Ach, auf ein neues. Ja. Es ist schon wieder so eine Pflanze aus der bunten Muschel hier. Ja, ich würde sagen, das war jetzt irgendwie eine gute Kombi, das Spiel und Quiz. Ja, ja, finde ich auch. Das machen wir nochmal. Ich glaube, das Spiel ist auch lange noch nicht zu Ende, oder? Nö, das ist. Es wird hier jetzt auch, es ist jetzt auch tatsächlich etwas stressiger geworden mittlerweile. Wir haben hier so Pflanzen, die muss ich, und dann läuft ein Timer und dann muss ich alle einsammeln, wo die sich überall hin verpieselt haben, und habe ich es wieder nicht geschafft. Ah, das ist ja dramatisch. Was musst du einsammeln? Also hier, siehst du, verteilen die sich jetzt und jetzt muss ich die alle in der Zeit einsammeln. Das wird leider wieder nichts. Ah, und da hinten ist der letzte. Ja, ganz schlecht. Ganz schlecht. Vielleicht mal in die andere Richtung anfangen. Genau, aber auf jeden Fall, also ich bin auch immer offen für Themenvorschläge für Kisse, ja? Also hier auch an den Chat gerichtet. Wenn ihr lustige Ideen habt, also auch gerne, muss auch nicht unbedingt meeresbiologisch sein. Ja, biologisch und gerne mit Sport in Kombination ist auch, ja, ist immer gut. Oh, ich hab sowas ähnliches, ich hab auch so ein paar Sachen mal rausgesucht für, also es war nicht so ein Quiz in der Form, das war irgendwie so auch solche Wahr- oder Falsch-Sachen. Ich glaube, ich habe irgendwo noch eine Liste. Das, was ich noch weiß, ist... Ja, nee, ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Nee. Das sieht anders aus als vorher, oder? Doch, ich habe es geschafft. Nee, ich habe es nicht geschafft. Doch, nein? Nee. Du hast den Quiz ausgedacht? Ja, zum Beispiel, was kann man... welche Strukturen kann man vom... kann man aus dem Weltraum sehen, auf der Erde? Und Walrosse. Genau. Stimmt. Walrosse, da haben wir ja dieses schöne Walross-Beobachtungs-Satellitenbildspiel gemacht. Genau. Helfer der Forschung. Ich glaube, ich habe es wieder nicht geschafft. Nee. Also irgendwie, ich glaube, das ist nicht das Letzte. Sondern ich glaube, da fehlt dir noch irgendeins, ne? Nee, ich glaube, ich schaffe es gerade so nicht immer. Also, okay, weil ich hatte immer das Gefühl, dass du das Letzte eigentlich kriegst, oder du bist unten, das eine hast du nicht erwischt. Gibt's da oben vielleicht noch irgendwas? Nee, du siehst, das kann man sehen, wenn die in alle Richtungen... Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt hast du es geschafft. Juhu!
Aber so ein Quiz ist total cool. Wir sollten dann, wenn du sie auch benutzt hast, sollten wir das mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle überlegen, ob wir es auch auf die Webseite packen, oder? Nee, weil dann ist es so viel Arbeit für mich, weil dann muss ich wieder alles dokumentieren. Ach, und ja, stimmt. Ja. Also. Die ganzen Quellen und so. Was haben wir denn hier? Meeresschwämme sind weder Korallen noch Pflanzen. Sie werden als Tiere klassifiziert, die weder Gehirn noch zentralen Nervensystem haben. Als Schwämme. Schwämme. Ja. Schwamm, Schwamm, Schwamm drüber. Alles über Schwämme. Zum Beispiel Schwämme als Menstruationsschwämme. Auch ein sehr schönes Thema. Jetzt so kurz nach dem Frauentag. Oh ja. Ganz, ich habe gehört, dass sie ganz ungesund sind. Ja, das habe ich auch gehört. Mehrfach schon. Ja, so, dass man das auf keinen Fall benutzen sollte. Genau. Ja, hört sich für mich auch sehr unhygienisch an. Ja, ein totes Tier in lebendigen Menschen einführen, in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt, ist schon... Ja, Bakterien, ja. Obwohl, ich meine, ich denke mal, nehmen die dann echt einen Schwamm? Ja, oder? Das ist ja... Ja. Ja, tatsächlich. Ich dachte eigentlich doch, sind nicht einige Schwämme auch Nesseltiere? Ich stelle mir das sehr. Nee, okay. Ach so, nein, du kennst ja Schwämme, also Badeschwämme und so. Kennst du ja, ist ja auch einfach ein Schwamm. Ja, okay. Aber es ist aber quasi echter Schwamm ist halt sehr, sehr teuer und so. Deswegen, und heutzutage wird halt hauptsächlich halt künstlich Schwämme benutzt. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Periodenschwämme auch künstlich sind. Nee. Ja. Mal gucken. Also ich habe mir es mal, in Berlin gibt es einen Periodenladen, da war ich des Öfteren mal mit Linda, meiner Frau. Und da gab es auch Schwämme, aber ich habe das nicht hinterfragt. Aber das wäre vielleicht eine gute Sache, wenn ich mal wieder da bin, die mal diesbezüglich zu befragen. Die kannten sich sehr gut aus. Was ist das hier? Warte mal. Naja, wenn sie es verkaufen, werden sie wohl der Meinung sein. Okay, ja, ist ein Punkt. Das stimmt. Ja, hier, Levantina-Schwämmchen. Die feinen, weichen Menstruationsschwämme werden vor der levantinischen Küste gepflückt. Die Naturschwämme werden schon geerntet. Bliblablub. Ja. Die gibt's auch bei Rossmann. Oder so. DM. Soft Tampons. Okay. Das ist irgendwie ein bisschen witzig, wenn man sagt, schon geerntet. Weil du tötest halt, also ich meine, du tötest halt das Tier, also es gibt nicht. Ich glaube, also ich weiß, na obwohl, ja, ich weiß nicht, ob du Stücke vom Schwamm abmachen kannst. Doch, geht vielleicht, weiß ich nicht. Der wächst dann weiter, das geht wahrscheinlich, aber ich glaube, dass die den ganzen Schwamm abmachen. Nicht nur Stücke. Also. Das wird so verkauft, als ob es eine Pflanze wäre, mit dem Ärmel. Ja. Also, ja. Diese Puzzle werden mit der Zeit komplizierter. Alter Schwede. So. Baseball schlägt vor, doch einfach die Karten vom Spiel des Wissens zu nehmen als Fragen. Ja, aber dann sind es ja einfach so Standard-Quiz-Fragen. Doch langweilig. Ja. Deswegen ist ein bisschen, wir wollen ein bisschen originellere Fragen. Deswegen gerne Themen. Wenn ihr lustige Ideen habt. Ja. Ostertiere. Tiere, die Menschen sich irgendwo reinstecken. In den Mund. Weird Spice. Ja, okay. Ja, nicht zum Essen. Aber das geht dann ganz schnell einen komischen Weg. Und ich glaube, ich will dem nicht folgen, dem Weg.
Mal gucken. Ah, da oben ist noch einer. Ja, aber wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Anderthalb Stunden haben wir gemacht. Wir haben ein Quiz gemacht und ich bin, ich habe keine Ahnung, in welchem Kapitel ich hier bin, aber auf jeden Fall. Das sagen die vielleicht, wenn du aufhörst. Das sagen die mir bestimmt, genau. Ja, ich bin auch erschöpft, muss ich sagen. Ja, ich habe eine ganze Woche Spiel, Spaß und Spannung mit der Grundschule vor mir. Mit 18 Kindern. Und wir gehen ins Zoologische Museum am Mittwoch. Und ich hoffe, dass wir noch irgendjemand als Begleitung dazu kriegen. Weil ich die Kinder noch nicht kenne. Wie alt sind Grundschule? Ja, so zwischen 7 und 9. Boah, 18 Stück alleine? Nee, zu zweit. Aber auch zu zweit, also das ist so, da sind auch oft Kinder dabei, die zwischendurch mal ausflippen, weil sie schwierige Verhältnisse haben zu Hause. Ja. Und deswegen mal gucken, wie das wird. Aber bestimmt cool. Wir gehen Schneeleopardenausstellung im Zoologischen Museum in Hamburg, weil unser Thema ist Tiere der Vergangenheit, also ausgestorbene Tiere. Tiere der Gegenwart und ausgedachte Tiere der Zukunft. Was brauchen die Tiere, um in der Zukunft überleben zu können? Wir denken uns krasses Zeug aus. Ja, cool. Ja, und das war sehr nett, weil der Museumspädagoge hat mir schon geschrieben und wollte wissen, was das für Kinder sind, welche Vorerfahrungen die haben und so weiter. Das kann ich dem natürlich gar nicht sagen, weil ich die Kinder selber noch gar nicht kenne, ob die irgendwas schon mit dem Thema zu tun hatten. Dann habe ich ihm geschrieben und meinte so, nee, also unser Plan ist, die schreiben Geschichten und lernen Tiere aus der Vergangenheit kennen und Gründe, warum die ausgestorben sind. Und dann gucken wir uns an, wie es momentan so aussieht mit Tieren allgemein, aber auch, also muss jetzt auch nicht vom Aussterben bedrohte Tiere sein. Ich will die Kinder auch nicht in den Ferien traumatisieren. Und dann überlegen wir uns noch, was die Tiere brauchen, damit sie in der Zukunft gut gewappnet sind. Dann können wir denen ja auch Spezialfähigkeiten angedeihen lassen, die sie normalerweise nicht haben, oder denken uns irgendwelche Tiere aus. Und habe dann so gemeint, weil die haben im Naturhistorischen Museum in Hamburg, also im Zoologischen Museum, auch so eine Fühlstation, wenn man eine Führung macht. Und wir machen ja eine Führung, dann gibt es so einen extra Raum. Und damals, vor 5, 6 Jahren, war ich mit Grundschülern von St. Pauli da und die sind total ausgeflippt, weil sie dann Tiere anfassen durften. Das war für die das Geilste. Und dann meinte ich so, vielleicht habt ihr ja ein paar Tiere, die man anfassen kann, so Haihaut oder sowas, wo man dann sagen kann, hier, guck mal, der Megalodon, der hatte auch schon so eine Haihaut und fühl mal und vielleicht hat das besondere Eigenschaften, was können wir da ableiten, so ein Kram. Ich bin gespannt. Cool. André, ja. Hier wird gerade Baseball fragt, was unter Sammelobjekten steht. Ah. Du musst mal draufklicken. Da haben wir... Aber das klingt cool. Ja. Wir haben anscheinend. Oh, ich bin anscheinend schon relativ weit in den Leveln vorange. Schritten, aber es fehlen ein paar vom Anfang. Ja, genau. Ja, ich habe nicht alle gefunden, anscheinend. Muss mal zurückschwimmen, ne? Ja. Mal gucken. Komm, beim nächsten Mal war wild durch die Gegend. Schwimmen. Ich mach mal hier. Wenn es im Menü heißt, ist die Musik viel lauter. Ja. Schwimmen wir wieder los. Fischi, Fischi, Fischi. Ja, das nächste Mal ist schon nächsten Sonntag. Ja, das nächste Mal ist schon nächsten Sonntag. Das ist sehr cool. Und dann funktioniert hoffentlich meine Kamera auch wieder. Ja, da hast du jetzt eine Woche Zeit, die zu regenerieren. Oh, nicht eine Woche. Dienstag ist der nächste Stream mit Romy. Da hätte ich auch gerne wieder eine Kamera, die funktioniert. Dann weißt du, was morgen zu tun ist. Ja, genau. Tomorrow is the day of the days. Oh, was ist das für ein geiles... Was ist das für ein geiles Emote von Yogi? Ein Brillenfisch. Einfach schwimmen. Ja.
Ja, dann sehen wir uns nächste Woche schon wieder. Ja. Ja. Wir können jetzt ganz entspannt ins Bett gehen und keiner, fast niemand ist traumatisiert. Genau. Außer bei Jules Verne ist der Dugong zusammengezuckt. Oh. Ja. Schlechte Publicity. Okay. Ja. Dann, wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Wenn ihr Bock drauf habt, auf dem Kanal twitch.tv / andere Lampe gibt's am Dienstag ab 20 Uhr wieder die Dienstagspolitik mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne. Mittwoch fliegen wir ein bisschen Kerbal Space Program und nächste Woche Sonntag gibt's wieder Plötzlich Wissen genau hier. Ja. Immer wieder Sonntag. Kommt die Erinnerung. Stimmt, ich habe auch Sonntag und ich streame mit Arte auch am übernächste Woche Mittwoch, am 27. müsste. Oh, kurz vor Tagen. Ja, kurz vor Karfreitag. Genau, mit dem Thema Gendermedizin. Wird sehr spannend. Oh, wer sind eure Gäste? Weiß ich noch nicht. Ah ja, okay. Gender ist ein Thema auch für Meerestiere. Kann man auch mal machen. Aber es geht nicht um Gendern, sondern es geht um einfach, ne, dass Krankheiten bei Frauen teilweise andere Symptome haben als bei Männern und dass das halt in der Medizin sehr lange vernachlässigt wurde und so und bei Medikamenten und sowas. Ja, wird es noch. Das ist gibt's immer noch, ja. Ja, also eine Frau hat größere Chancen, an einem Herzinfarkt zu sterben, weil der im Rettungsdienst schlecht erkannt wird, weil es wird nicht ausgebildet. Genau. Das ist furchtbar, ja. Genau, solche Sachen. Wird auf jeden Fall interessant. Mhm. Ja. Gut. Dann hoffen wir, dass wir alle lebend am nächsten Sonntag hier wieder erscheinen und in der Zwischenzeit keine Ausflüge aufs Meer machen und uns nicht vom Stachelrochen pieksen lassen. Jo. Alles klar. Cool. Dann euch allen eine gute Nacht. Schlaf schön. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.